Damit hallo und herzlich willkommen zur Aufnahme von mir, Martin, der Eselnetz, immer zuerst, und Klunkertrache im Hintergrund. Hallo, Kaugrad. Da hoffe ich, den Stream noch sieht. Ja, ich habe mir überlegt, bei Erklärungsnot, wo wir uns gerade befinden, gibt es nicht so genug Kohle. Also es geht mal auf den Sack, Speedy kriegt immer alles in den Arsch geblasen und ich muss immer buckeln, krieg nur, keine Ahnung, 5 Cent pro Stunde, die ich hier moderiere. Da habe ich mir gedacht, Leute, ich mache meinen eigenen Foodtruck auf, scheiß doch drauf, was soll's. Und ja, das machen wir jetzt. Wir bauen uns jetzt zusammen einen Foodtruck und dann mache ich mich selbstständig. Klunker darf als Chef natürlich noch zugucken. Und ich tu nur die Finanzen überwachen. Ich bin nur für das große Cash zuständig. Ach genau. Und da seht ihr das ja auch drüben. Da gibt es da einiges. Ja, Karl, leck mich am Arsch und so weiter. Alles von den Machern. Aber wir machen halt Foodtrucks im Laufe. Bock drauf, Leute. Ehrlich, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich keinen Bock. Eigentlich soll es der Klunker machen, aber die volle Sau will nicht. Weil er 300 Euro ausgenommen hat. Weil er nebenbei isst, ne? Ja, ich bin mal gespannt, der ruckelt sich schon einen ab, sag geil. Westside Port, klar, wo willst du sonst einen Foodtruck aufmachen? Westside Port, ne? Oh, du, das sieht aber scheiße aus, du. Dafür, dass alles auf episch ist. Lego Mio und Ratzfatz, du. Ah, da ist es schafft doch nicht episch. Eine Chance. Ein letzter Sieg. Now what? The truck is a mess. Maybe there's something in this album I could use to help me. Da blinken schon Haufen Symbole auf, sehe ich schon. Dad was always so good at that. Only I can touch the truck, he used to say. Ja. Getting his dirty hands. Jetzt aber so lustig, diese sinnlose Vorgeschichte, wie du zu dem Truck kommst. Eigentlich jeden scheiße Groll. So, also geht schon los, ja. Ja gut, der Arsch sei jetzt kurz gehalten. Aber pass auf, ja. Kicken wir mal. Das ist mein neues Büro übrigens, Leute, ne? Bisschen Schlagzeug für so unser Bau hier. Ja, schon nicht schlecht. Ist aber chillige Ecke hier. Schick. Warum das jetzt so ruckelt, weiß ich nicht. Also ist episch. Ich habe eine, muss ich auch mal wieder betonen, eine RTX 370. Ja, das ist halt das mit also dem billigen das Zeug. Ich halt mach mal Kaffee hier, löst mal Kaffee hier. Nicht mal Kaffee oder Mund geht die Scheiße auf. Was ist das hier? Wackel. Na los. Jo, Baby. Na, gibst du mir recht oder was? Ja, ist scheiße alles hier, oder? Gibt kein Kaffee, es ist Rotz. Na, sag ich doch. Wollen wir uns selbstständig machen? Jo. Und hast du Bock, einen Foodtruck aufzubauen? Jo. Dachte ich mir, so eine Pizza bitte. Los geht's. Muss bestimmt erstmal ein PC, ne? Ja, klar, meine Zentrale muss ich ran hier. Die Anpassung. Ja, guck mal an hier, Anpassung. Ah, Lego Mio. Ach, das geht so. Okay, schade. Ich dachte, das sieht aber gehen. Auch scheiße. Ja, ich meine. Ja, bessere Zeit geht's jetzt, sagen wir mal so. So, pass auf, Farbe. Wir können Farbe wählen vom Truck. Guck an hier. So, können wir komplett grün machen, komplett Gold oder Rot. Das gibt's nicht. Die gibt's auch nicht. Ich halt die Farbe finde ich eigentlich ganz geil. So mal so, wenn das Ding auf der Straße steht, ist auf jeden Fall mal was anderes. Das ist halt hier im Bohr, ne? Das ist schön, aber ich glaube. Ich bin dekadentes Schwein. Ich kauf Gold. Sieht cool aus. Oder auch nicht. So, Truck aussehen. Du kannst den aussehen, wenn das Trucks ändert. Ja, das ist mir durchaus bewusst. Aber gut, da hast du auch nicht so viele Möglichkeiten. Okay. Also kannst du ein bisschen. Ja, okay, das sieht bei Gold echt scheiße aus. Oh, das ist ja auch schick, ne? Ah, wir machen natürlich einen dicken Sack, klar. Oh, guck mal, ganz noch hier. Ich glaube, das bereue ich, wenn ich das jetzt mache. Das sieht so geil aus, der Typ. Das sieht echt gut aus. Oh ja, Setting. Oh, Setting machen wir voll, auf jeden Fall. Oh ja, schön. Da stehe ich ein bisschen drauf. Warte mal, mach mal auf hier. Passt null zum Auto, aber ist egal. Wir müssen auch ein bisschen auffallen, ne? So, können wir noch ein paar Reifen drauf zwicken? Reparieren wir haben, die gerade, die sind auch gut eigentlich. Ich meine, da steht ja eh bloß, war es auch kein Reifen eigentlich, ne? Hab doch drauf. Kaufe ich. Knüpp. Ich kaufe Reifen, die kostenlos sind. Spiegel kannst du noch machen. Okay, das ist ja Käse. Nimm den Spiegel. Entschuldigung. Ja, nehme ich den Spiegel. Achso, ist schon dran, okay. Dann haben wir hier noch ein bisschen Schnullipulli, kann man auch noch nicht machen. Bau den neuen Grill ein. Okay. Frontschürze, Lichter. Kann man Lichter machen? Lichter kann man auch noch nicht machen. Das kann man auch noch nicht machen. Okay, dann haben wir es ja auch geschafft. Upgrade. Guck an hier. So. Burgergrill oder wir nehmen Burgergrill. Ja, doch. Das sieht aber auch aus, die Bude. Leck mich doch am Arsch. Aktuell ist der drin, aber ich will den haben. Weil einfach schöner. Und man 4 Burger machen kann. Kovic, wie viel Kohle habe ich denn? 985, ja, hätte mal ein bisschen besser einen Grill geben können. Krieg schon einen kostenlosen Burger dazu. Neues Rezept, siehst du mal. Kühlschrank, ach, leck mich doch. So, der ist aktuell drin. Ja, aber geht doch noch, wenn du ein bisschen herrichtest. Komm, ja, 15 Dollar, kein Problem. Ja, komm, Koffer 9, was soll's? Weißt du, ich meine, der Dekadenz schrollt uns aus dem Arsch. In Amerika kostet doch alles nicht. Was denn mit den, wir müssen mal überlegen, ich habe 79 Dollar, da müssen wir überlegen. Was ist noch bei Center, ist ja scheißegal. Wie oft ich Aufnahmen gemacht habe, um auf dieses Geld zu kommen. Das war schon ein hartes Stück Arbeit.
um jetzt mir so einen eigenen Foodtruck kaufen zu können. So, schön, danke. Danke, ich find's cool. Ja, dachte ich mir schon. Mal auf die Bude, ja. Komm. Ja, ich mach ja den. Ja, hallo. Lass mich zu meinem Truck, Junge. Ausgesprochen, mein Freund. Left-Mouse-Button benutzen. Da mache ich doch die ganze Zeit. Ich denke, du bist noch im Tutorialbereich und oben schau dir das Album an. Ja, kein scheiß Album angucken. Ja. Ach Mensch, lass mich doch los. Dad always made these trips so fun to go on. Oh. Oh ja. Geil. Oh, da stand es nämlich, was es gibt. Boah, schick. Cool. Geil. Kann ich jetzt losmachen? Danke. Sure jo, und auf geht's. Juhu. So, pass auf, ja, was haben wir hier? Den Stadtplan in der Garage. Ein Scheiß mache ich. So, sammle mal Objekte, wie diese sind über die gesamte Karte verteilt. Okay. Ach du Scheiße, da ist der Stadtplan, ich hab ihn schon gesehen. Über die ganze Karte verteilt. Wie soll ich die finden, wenn ich im Foodtruck sitze, um 5? Wir müssen wieder rumfahren, Junge. Oh, guck mal hier, kann ich hoch, ja, oder was? Ja, ja weiß ich, natürlich, ist ja meine Bude, weiß ich ja, dass ich hoch kann. Schöner, nutzloser, nicht genutzter Raum. Komm mal, auch noch. Ah, beim Mofia, können wir schon neue Reifen machen, ne? Ja, neue Wheels, neues Autoteil freigeschalten. Bau das Radium-Truck ein. Ja, stresst mich aber auch gerade ein bisschen, wisst ihr das? Als wenn das das Wichtigste wäre. Ja, auf jeden Fall. Wenn du das muss ein scheiß Radio rein. Sieht auch ein bisschen aus wie Phasmophobia. Das haben sie schon gerne mal geklaut. So das ist in Amerika wahrscheinlich so ein bisschen Standard, ja? Das Standard-Setting. Das ist ein Standard-Setting. Gibt es einmal als Horror und einmal als Foodtruck-Simulator. Oh, schön. Ah, die Farbbüchsen und so, die sind ja immer alles gleich. Das ist immer die gleiche. Ein Asset, was da immer gebraucht wird, anscheinend. Upgrade will ich aber noch nicht. Ich will erstmal. Ach, darf ich nicht. Ach, Mensch, ist doch kacke. Mach ich auch. Radio, Baby. Radio. Oh, hau rein, das Ding. Oh, schönes Oldschool-Radio. Ein Clip, ey. Oh, gibt's da verschiedene Sender her. Achso, da musst du ja wahrscheinlich auch selber fahren. Geil. Nein, aber hallo. Ja, okay, hab ich gemacht. Danke. Ich möchte noch upgraden. Aber darf ich das nicht? Ich will jetzt upgraden vor Flix nochmal. Ihr Schweine. Also ich darf die Reifen noch nicht drauf machen. Scheiß drauf. Du weißt doch, wie es ist. Die wollen immer erstmal Mach-Tutorial und Guide und ja, ersten. Stadtplan haben wir gefunden. Nulli. Aha. Klaras Nachschubzone. Deine Garage. Ah, yes. I remember this shop. I guess old Clara is still in the derzeit die Karte benutzen und wieder im drückst. Okay, das ist ja klar. Ja, dann machen wir los, ne? Wenn ich nichts mehr machen kann. Auf jetzt. Oh Mensch, ich will gerade einsteigen. Und der Clara ruft ein. Clara, Mensch. Oh, Clara. It's good to hear your voice. Da wackelt der Glück mal dabei. For doing all this for your dad. You know I'm always here to help. Yeah, I know. I appreciate it a lot. I actually have something to get you started. Geiles Ding. Geiles Ding, muss ich echt sagen. Fein gemacht. Mensch, Leute, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich rollen? Ich will jetzt auf Flixen rollen. Du kommst ja nicht zum Ausliefern. Nee, ich glaube, das Thema ist letztes Ende. Aha, Burgerbrötchen. Ich kann gar nicht so schnell lesen. Fleisch, Ruhe, bla bla bla. Okay, also wir müssen jetzt wahrscheinlich Ressourcen kaufen, ne? So ist es. Eine Liste zu viel. Bestell Waren über deinen PC, steht da rechts. Bürgerbrötchen 12 Stück sollst du kaufen. Kann ich mir auch nicht leisten. Klar. 3 Stück kann ich kaufen. Mehr geht nicht. So. Dann, wo steht noch Fleisch roh? Das war sicherlich auch ausverkauft gleich. Ey, Alter, die wird reich durch mich, sag ich dir. Warte, Mathe. Warte, ja. Ran mit dem Zeug. Kaufen, so. Was? Verbleibende der Zeit, 4 Minuten 53. Das Einmaleins des Handels. Ah, ich kann fahren, Alter, ich dreh durch. Los geht's. Oh. Kann ich hupen? Oh. Alter. Zeig klar aus Laden, zeig verkaufst du. Okay. Alter, okay, das ruckelt sich einen ab, ey. Ich glaube, ich muss die Grafik runterstellen, kann das sein? Vorsicht! Ich habe noch 4 Minuten. Muss ich jetzt da Eulen fahren?
Du deine Bestellung von Laura Schlotten ab, ja. Ich kann Leute drauf. Ach, die muss ich abholen. Da war ja nicht bestellen, so eine Scheiße. Ja, du hast ja bloß vorbestellen, sozusagen. Ich hab einen Lieferpreis. Ich glaube, wenn du dagegen fährst, musst du bestimmt reparieren, wenn du schon bist. Weil ich fahr doch zu, Idiot. Meine Bestellung läuft ab. Ich glaube, falsch gefahren. Flickste Gack. Audio. Ach jo. Boah, Alter, das ist aber schon. Okay. Das ist ein Geruggel, Leute. Bis ich da bin, habe ich die ganzen Leute, kann ich hier rumfahren. Warte mal, ich guck mal, ob ich rumfahren kann. Ich habe nur noch 4 Minuten, aber ich muss trotzdem machen. Weil ich bin der Harder, ich muss das einfach machen. Ach, scheiße, habe ich mich jetzt fest. Ja, Leute. Also, man könnte Lichter an, aus, geht auch noch zum Auf. Machen wir auch mal hier. Vorsicht. Wechsel die Kamera, befreie den Truck. Ja, siehst du? Ja. So, Startkarte. Okay. Okay, da bin ich erstmal richtig. Los geht's. So, Wechselkamera. Hier, warte mal. Oh ja, geil. Ja, Alter. Bin ich da das Hut oder? Vorsicht, hallo. Ey. Ja, ist da aber weggemietzt, ey. Nee, hab ich nichts gesehen. Nee, da ist auch der Wackeltackel, ey. Hat das gemacht, ja, das sagt er, ja. Ja, komm, Fußgänger, so, ich bin ein Futtrag, was soll's. Alter, die fallen aber auch wieder fliegen, ne? Serenity Park. Das ist, wo Dennis und ich used to play, when we were kids. Jetzt spielt er geil, wenn ich. Alter, was mache ich? Hör mir zu, dann steige ich aus, du Penner. Ich komm doch mal hinaus, Junge. Ja, genau, ich hab nur noch 2 Minuten. Fliegt ein Pfeffis, Junge. Gott, deine Pfeffis vom Boden aufsammeln, wie Popcorn, mein Freund. Oder was sagst du, Dackel? Ja, ist doch mal noch Zeit, ne? So, die Kamera ist cool, aber das tut mir jetzt gerade nichts mehr, warte mal. Oh. Foot Truck kommt, Foot Truck, das sah auch geil aus. Da konnte einfach sein, war mega. So, ich hoffe, es ruckelt bei euch nicht ganz so sehr in der Aufnahme. Das 1x1 ist halt. Bap. Guten Tag. An mit dem Zeug, sonst knallt's, Omi. Na ja, klar, es ist Fleisch muss in den Kühlschrank, ist ja klar. Ach so, cool gemacht. Ja, das ist lustig. Lass den Rest automatisch sortieren. Ja, mach ich. Ach so, so, easy. Danke dir. Platz im Lager und zu ändern. Gehen entfernen. Aha. Ja, okay, hab ich kapiert, danke. Was heißt denn gehen? So. Leg das Brötchen ins Regal. Ja, wenn ich dann wieder auf das Brötchen drauf drücke, darauf macht das. Das Brötchen ist doch hier, oder bin ich bescheuert? Wir sind mit Brötchen. Jetzt, ja. Meine Fresse. Ja, aber, ach, egal. Okay. Bleibt frisch von mir, kann eingeloggt werden. Bla bla bla, Bürgerbridge. Okay. Na gut, zustimmen. Ja. Mach ich, tschüssi, ich muss erstmal vor zum Sony Park. Los geht's. Vorsicht. Wir haben 3 Bürgerbrötchen. Was wollen wir denn mit 3 Bürgerbrötchen im Geschäft aufmachen? Das ist, als wenn der. Wir fangen erstmal klein an. Du musst doch nicht so runterrationalisieren. Ich bin froh, ja, dass aber das ist halt, ja. Ja, nee, alles. Du musst erstmal ein bisschen anfangen. Ja, das, alleine die Gasflasche, die du aufdrehst, kostet mehr, als die du mit den 3 Brötchen einnimmst. Das musst du wissen, was meine Gasflasche kostet. Ja. Vorsicht. Zum jetzigen Zeitpunkt wird Gas teurer, mein Freund. Da ist nicht mehr so. Ja, du kannst nicht mehr so das Gas aufdrehen lassen. Du bist mein erster Kunde. Quasi wenn da drei Brüger haben will, kannst du gleich wieder heimfahren. Der ist gleich direkt im Auto gespawnt, ja. Ich mach nur Scheiße, Leute, aber das musst du machen. Ich muss das machen. Ich muss aber auch ein bisschen Dinge probieren. Aber habe ich eine Partyzone jetzt, kommen wir der Burger King, Leute. Ja, Burger King, McDonald's direkt eine Tonne kloppen. Yo, Baby, hier bin ich. Ja, mal auf die Lade. Ja, guck mal, so viele Leute, ich hab bloß 3 Burger.
Geil, direkt will abhauen. Du hast gleich will abhauen, ja. Das ist so geil. Komm mal auf die Bude jetzt. Ja, moin. Jo, was hätt's gern? Käfsche? Medium ja. Rare. Mensch, kann ich, muss arbeiten, Mädel. Ist auch schon ein bisschen abhängig von uns. Oh, guck mal, hier habe ich ein Tino drauf, geil. Oh, das ist schön. Das habe ich extra auf Flummer aufgehängt, als Andenken. Das ist von Speedy, jo. Ich kann noch nicht, warte mal, ich muss erstmal hier, schau da erstmal ein bisschen. Dings im Büro. So, mach das Radio an, ja, mach ich doch. Mach's mal rufen an, ne? Kann ich nicht. Mensch, das Kreuz, geh doch weg! Now look at the monitors inside your truck. They have all the information you need about the orders you get and the recipes inside. So. Bild, okay. So, Bildschirm, pass auf, ja. Auftrag. Du schießt Beutel mit Bägen. Gott. Wow, okay. Was soll ich machen? Drücke den roten Knopf. Wo bleibt denn in mein Büro? Warte mal, ich mach ja mal. Clara, it's not... Mensch, das Propan ist alle. Das ist geil. And put it in the gas machine. Nimm die Propan aus, egal. Wo ist denn mein Regal? Ich sag dir klar, wenn du eine kleine Fresse hältst, put ich dich in die Scheiß. In den scheiß Grill, stecke ich dich rein, Junge. Unten, dreh dich, noch Stick, da, fast gleich, noch Stick, da blinkt's, ja! Hab ich nicht gesehen. Ach, das ist Propangas, ich hab ohne Scheiß, ich hab gedacht, das wär hier, Ja, das ist eine Buddel. Ich dachte, das wär hier Dings, ne. Was macht denn der mit dem, ne, na, wie heißt denn gleich, ist auch scheiße. Mensch, das ist mal Ketchup. Eine Ketchupflasche. Was? Im Menü sah so das aus, ja. Was wollen wir jetzt machen? Okay, so, können wir erstmal anfangen mit Grillen, ja. Ja, jetzt sieht's. Jetzt der Papa ist da. So, Papa, ja. Grill das Fleisch bis zum gewünschten Grad gut durch. Grill das Bacon bis zum gewünschten Grad gut durch. Das der Kühlschrank ist nicht. So mach ich. So, ist das Zeit gleich? Noch. Da steht Ruhen, du sollst gut durch, muss es sein. Man muss das runternehmen. Rare. Okay. Brauchst du noch Bacon? Ja. Bacon, ja, kann ich jetzt nicht. Kann ich alles auf einmal machen. Außer das Mensch. Rare. Warte mal, Rare. Medium ist jetzt kommen. Okay. Kann ich nochmal schnell. Im Kühlschrank. Jawohl, da ist er, der Bacon. Drauf. Bacon brauchen wir. Gut durch. Ebenfalls gut durch. Oh, I see. Brauch noch Brötchen, ne? So. Nimm das Fleisch vom Grill, nimm die Burger-Schachtel und leg sie auf. Den Mise-en-Platz. Keine Ahnung. Ach, das ist doch Mise-en-Platz. Okay. Mhm. Schneid das Brötchen einfach durch. Das hat doch gar nichts zu tun. Drüben auf dem Tisch sollst du es legen. Aber kann pass ich, auf, wegen Bacon. Ja, ja. Oh. Hä? Du hast in der Hand. Ja. Okay. So. Drauf den Knüpp. So. Wie kannst du jetzt schneiden? Denke mal, schneide das Brötchen einmal durch. Vielleicht brauchst du noch ein Messer irgendwo. Ist ja ein Messer. Ja, hab auch gerade gedacht, das ist eine Stahlbürste. Das dauert noch kurz. Ich beeile mich schon. Ich bin ja neu. Hast du mich verstanden? Brauchst du nicht rumböbeln, du Idiot. So. Wo hab ich jetzt ein Messer? Wo flickst du nochmal? Wo ist denn mein Messer, Junge? Du musst mit der Hand durchschneiden, Junge. Zieh doch gleich so rum. Wurde ja machen, aber ich weiß nicht wie. Strapazierfähiges Schneidbrett und Zutaten. Ja, das ist schon klar. Left Shift. Hab ich das durchgeschnitten? Nee. Left Shift, was soll das denn sein? Shift Left Shift ist linke Maustaste, oder? Dann mach ich doch aber. Oder Left Shift? Ne, Left Shift ist Shift halt. Ach, leck mich doch.
Trivia, See ums Wasser, die. Oh Gott. Das ist jetzt schon ein Witz, oder? Ja! Schön! Mensch. Aber echt! Alter, das Fleisch. So, was müssen wir jetzt machen? Grill, die Hälfte ist knusprig. Oh Mensch. Ja, und auf ja. Zack. Ups. Ich wollte es eigentlich drehen. Darf ich nicht drehen, oder? Die geht bestimmt schnell, Badufia. Badufia, komm. Halt noch ein bisschen durch, Kollege. Ich bin gleich da. Knusprig. Hab ich. So. Wenn ihr dann schneidet die Tomaten. 5 Scheiben. Badufia, braucht Tomate. Zack. Ba-ba-ba-bam. Alter, bist du verhungert, ey, denn dein Burger. Ja, ja, das ist, es geht bestimmt da besser, aber. 5 Scheiben. Ach du Scheiße. Aber cool gemacht, finde ich die Idee. Sind ja aber 6, das heißt 7 Scheiben. Ist doch scheißegal jetzt. 8. Also, okay, hat gut geklappt. So, lege die. Hallo? Lege die Unterseite vom Brötchen in die Burgerschale. Was macht denn da hier? Hör doch mal auf mit dem. Das ist schon. Ja, das ist schon. Ein bisschen tricky. I think you can finish this burger box on your own. I'll be here. Käsefleisch. Hopp. Zack. Kas. Vor allen Dingen eine Scheibe Käse einfach so. Das sieht aus. Zack. Käsefleisch, Tomatenscheibe. Zack. Bacon. Und zack. Und die Oberseite. Zack. Kann ich das zumachen? Nee. Ich glaube, du hast das in Beutel, oder? Beende das Rezept aus, ich hab's vergessen. Käse? Oh, ich hab Käse. Kann ich das nochmal auseinander machen? Nee. Hä? Ich hätte erst Käse machen müssen. Käse, Fleisch. Ich habe aber Fleisch, Käse gemacht. Ist das jetzt echt ein Problem? Ist das echt ein Problem, oder was? Naja, für den Kultivierten, das geht nicht. Du kannst ja nicht Käse erst unter das Fleisch legen. Also so geht's nicht. Warte mal, oder warte mal. So. Ja, ich kann es halt auch nicht mehr ändern. Jetzt frisst den scheiß Burger. Halt die Fresse jetzt. Ich habe das beendet. Mensch. Scheiße. Was mach ich denn jetzt? Oh, was? Hab ich noch eine Scheibe Käse? Ja. Bist du kriegst einfach rohes Fleisch, du Wichser. Ach, Scheißdreck. Da drauf, ja. Fleisch, wo bist du? Hallo? Ich hab mein Fleisch schon gebackt. Okay, haben wir schon mal ein Fleisch verbrüßt. Mensch, drauf die jetzt. Gelder. Haus da drauf jetzt! Darf ich nicht. Es wackelt. Was muss ich jetzt machen? Verpacke für deinen Burger? Legst du auf den... Leg auf den Tisch und Bestellung deines... Du kannst diesen Tisch nicht benutzen. Was ist denn dann der Messetisch, Ficker? Nee, du bist... Das ist eigentlich das, wo du eigentlich drauf bist gerade. Miss in Place Tisch und bestelle deines Kunden zum Arbeiten. So, Burgerfleisch, Käse, Bacon, Tomate habe ich. Kommt nochmal eine Tomatenscheibe drauf. Käse, Fleisch, Tomatenscheibe, Bacon, Oberseite, Brötchen. Ich verstehe es nicht. Vielleicht kostet einfach so eine Tomatenscheibe noch naja. Ach, warte mal. Ja, Alter, willst du mich verarschen? Na, wenn okay, du zweite wollt. Ordentlich... Ja, ich habe gut. Hat er nur 10 Jahre gedauert. Trinkgeld $2. Arschloch. Der hat Trinkgeld gegeben, solange ich damit einen scheiß Burger gebraucht hat. Ich bediene dich nicht, das ist wie eine Leiche.
I don't know if I'd be able to do this. Es war heiß. War gut, war schön. Ich find's lustig, sowas, aber es ist super crazy. Jemand ein bisschen Salz? Vielleicht? Oh, neue Bestellung. Komm, mach mal jetzt. Doppeldecker-Burger. Doppeldecker. Du hast keine Rezepte mehr. Du hast kein Fleisch mehr. Steht da? Ne, du brauchst ja zweimal Bacon. Du hast ja zweimal Bacon. Du hast eben ein Fleisch hast du noch, oder? Nein. Das brauche ich jetzt. Drin? Zweimal Fleisch. Ach doch, das wird ein bisschen. Ne, das hat wieder reingelegt. Ja, das geht nicht. Zweimal Fleisch, will er Medium haben und Bacon durch. Ja. Bacon durch. Käse will er auch, ja? Käse will er auch. Gut. Habe ich nicht gesehen, ja. Leider. Dein Proporn ist alle. Ach, willst du mich jetzt rollen? Alter, für einen Burger ist eine Propongasflasche alle. Was zur Hölle? Also bei dem Verbrauch, Alter. Ja, naja, gut, ich hab lange gebraucht. Ich habe die Ofen die ganze Zeit angelassen. Das ist schon geil. So, Medium und gut durch. Hör dir. Ich hab Bock drauf, macht mir Spaß. Macht's dir auch Spaß? Also es ist ja an sich ganz witzig, ne? Aber ich finde jetzt, wenn du in den Zusatz mal siehst, wie zum Beispiel Overcooked ist, ne? Das ist zwar nicht so krass wie hier, aber du musst trotzdem die Rezepte so nachmachen, wie die es wollen. Da ist es viel intuitiver, finde ich. Jo. Ah, das riskiert immer nicht. Bei meinem Talent. So, machen wir ein bisschen Bacon hier. Zack, gut durch. Bam. Muss ich erst. Ach, stolperst du, darf ich nicht. Ich wollte gleich mal sauber machen. Okay. Grill, du ein Gas ausdrehen. Das hast kein Propangas mehr. Warte. Burger, warte noch auf mich. Ich kann nicht. Ich muss es erst machen. Es ist manchmal ein bisschen crazy. Okay. So. Jawohl. Aus die Bude. So, drauf hier bitte. Geht nicht, weil die Tomaten dort liegen, richtig? Ach, komm, ja. Das ist, da schmeiß ich lieber auf diesen dreckigen Tisch. Du hast die Hände voll. Wieso denn? Erzähl doch nicht keinen Scheiß. Du die scheiß Tomaten runterhältst, musst Brötchen schneiden. Komm jetzt. Wir haben aus Tomaten geschnitten, ist alles schön nass jetzt. Jetzt machen wir Brötchen. Auf geht's. Shift. Ja, bloß ja. Bam! Siehst du durch, zack und! Absolute Weltklasse. Einmal. Musst du aber gucken, wie er es sammelt. Zweimal. Ohne Momentos, ohne Momentos. Knusprige Brötchen. Okay. Tomatenscheibe und Scheibe Käse. Los geht's. Bap! Auftrag 3 haben wir jetzt schon. Ja, okay, da haben wir keine Zeit. Nee. Können wir einen fertig machen. Was braucht der? Das ist ja Gemacke. Ja, übertreib's nach. Komm, ich zieh's durch. Zieh's durch, scheiß drauf. Was will er haben? Bacon Medium, Brötchen, Fleisch Medium. Der Brötchen muss runter. Halt Klappe jetzt. Bitte dabei. Zack. Zack. So. Warte mal. Bestellung 1. Brötchen, Fleisch, Bake. Das kann nur Rotz werden. Nicht lauter Rotz. Warte mal. Ich bin überfordert. Vor allem. Ach scheiße, was will der? Warte mal, was will der? Der will. Das schaffst du Medium. Eh nicht gleichzeitig. Kannst du vergessen. Medium. Medium Hammer. So, dann hier bald auf, das rein, zack. Hallo. Zack. Naja, gerade noch so, du. So. Oh Mensch, das Ablegen ist wahrscheinlich ein bisschen crazy. Warte mal, ich muss mal ein bisschen eins machen. Hör auf jetzt. Bacon, dann Tomate. Bacon. Tomate. Käse und Deckel. Käse. Zack. Deckel. Zack. Bitte. Danke. Jawohl. Hau ab. Ich hab keine Zeit. Alter, hat er gerade $20 für einen Burger bezahlt? Das will ich hoffen, du. Das ist qualm. Knusprig. Brötchen brauchen wir. Brötchen. Halt die Schnauze, ich bin beschäftigt, Mann. Ich hab keine Zeit. Brötchen. Zack. Shift. Durchgewundelt. Okay. Bap. Und bap. Wenn wir knusprig haben, dann brauchen wir nochmal Käse. Dann ist auch unser Vorrat langsam alle. Im Burger kann man da noch machen. Und wir brauchen nochmal ein Böckchen.
komm raus, Schwein, du, so, zack. Ja, off, ja. Genau so stelle ich mir so einen Foodtruck vor, so ein Typ da drin ist, komm raus, du Sau, Scheiße. Ja, schon. 7 Sekunden dann noch, oh Gott, der haut gleich ab. Die Bestellung kriegst du nicht mehr, der haut ab. So, das Maul, nee, nee, es geht. Fleisch Medium. Oh, warte mal. Fleisch Medium, Bacon. Käse, Käse, Tomate will er gar nicht, ja? Hallo. Was macht er mit der Käsescheibe? Ich konnte es nicht sehen so schnell, aber ich gesagt. Ey, will keiner. Ja, bitte. Oh ja. Spät. Schnauze halt des Knalls. So was einfach. Brötchen, Fleisch durch. Bab. Fleisch drauf. Burger kommt hier. Mensch, komm mal raus. Hund, du. So, ja, Brötchen. An sich ist es ja eine coole Idee, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das wirklich jemand aus. Also, das ist an sich cool, aber normalerweise ist es alleine auch gar nicht so wirklich handelbar. Schwierig. Wir haben jetzt knusprige Brötchen und Fleisch gut durch, keine Tomate. Naja, gut. Da leckst du mich am Arsch. Boah, ein Burger nur mit Brötchen und Fleisch. Das ist ja widerlich. Geil. Das ist ja absolut widerlich. Oh. Voilà. Das ist Brötchen. Du hier hin. Fleisch Medium. Und dann werden wir das probieren, alles sei. Komm schon mal, $1,022 verdient, Junge. Du durch. Alter, $1,000 bei 2 Burger. So ein Quatsch. Mega. 4. Jo, dankeschön. $10 für deinen hessischen Burger. Aber nächste bitte. Warte mal, ich brauch. Da wir gucken, noch doch Fleisch, Medium, Bacon, Medium. Auf geht's. Have a nice day. Fleisch, Bacon. Oh, have a nice day! Guck mal, wie dreckig mein Grill ist. Ich muss den mal sauber machen. Na, ja, musst langsam. Du demnächst einmal mit der Stahlbürste drüber zahlen. Oh, scheiß drauf. Keine Zeit jetzt, ja. Und das? Probieren wir es alle. Wahrscheinlich, oder? Oh. Ach, Mensch, du musst da hinlegen. Ne, nächste Bestellung. Scheiß, leck mir doch am Arsch. Na, aber jetzt zuck zuck hier. Ja, wir haben Medium, Medium, Käse. Käse. Packung. Ja, zack. Ja, pack. Bam, bam, bam. Apropos, das war's auch alle. Das war bitte. Ja. Yeah. Leck mich doch mit der. Vor allen Dingen, wie er eine Propongasflasche zusammenknüllt. Ja, das ist Power da. Da will haben. Jetzt sehen wir das gleiche. Gut. Geht Zeit zum Reinigen. Ja, ich muss ja Geld verdienen. Dann ist der Käse sowieso alle. Aber irgendwie kommt Bacon immer wieder dazu. Ich weiß auch nicht. Na. Ja. Medium. Haben wir einmal. Medium. Haben wir einmal. Zack. Na, du schollst doch, Krippel. Papp. Papp. Das macht aber alles gleichzeitig. Alles wieder. Also mal sehen. Bin ja mal gespannt. Aber noch nicht. Fleisch. Aber noch Fleisch runterkriegt. Oh. Entschuldigung. Plus fürs Brötchen. Na. Medium. Bacon. Zack. Ich denke die. Oh, Alter. Easy. Alter Vater. So. 5. Danke. Tschüssi. Good job, kid. I knew you could do it. But this is only the beginning. You know, your father liked to bring his truck to every corner of the city. Fleisch, Bacon, Käse. Ja, das läuft, Digga. Leute, hab ich voll im Griff. Magst du was? Ja, ich hab meine Berufung gefunden. Ja, das läuft. Zack, so kommt sie ab jetzt. Du könntest in so ein Ding nie arbeiten, weil du dein bester Kunde wärst. Die drei Burger, die du einkaufen würdest hier bei der Dame. Ja, jetzt machen wir aus und machen wir deinen Grill sauber. Ja, das geht ja gar nicht. Ja, kriegst du dazu.
Gehst du dazu? Gehst du rein, Kühlschrank. Mach ich doch. Ja, mach ich doch. Seh zu, dass du es sauber kriegst, Lunge. Grillschmutzlevel, das ist ja pervers. Weiß nicht auch, wo das herkommt, ne? Sieht aus, wäre Käse drauf gewesen, hab ich ja gar nicht gemacht. Ja, schön, wischiwaschi. Geht das so, oder? Klar. So. Looks good as new. Hoppala. Ja, sieht aus wie neu, genau. Papp. Time to go. Fahr zurück in die Stadt, nö. Jawohl, haben wir noch was. Na komm, eben machen wir noch, Jungs. Eben machen wir noch. Okay, fahr ich zurück in die Stadt. Radio aus, Bourbon-Gas aus. Los geht's. Wie kann ich hier fahren? Hier oder was? Ah ja. Bist du sicher? Zurück abbrechen. Hä? Zurück. Zurück in die Stadt, komm. Rindegarage, war ein spannender Arbeitstag. Das ist auch kein Motiv, ja. Ich wollte, ja. Das hätte ich auch gerne, aber das kannst du bestimmt noch freischalten. Das sieht echt geil aus mit der Katz. Also, 20 Minuten ist Luxus. Zack, bin ich wieder gespawnt. Purer Luxus ist also es. Also zuerst die Karte. Ich glaube, es geht schon wieder los. Okay, hab ich gemacht. Was müssen wir jetzt machen? Fahr zurück zur Garage besuchen. Klares Laden. Klares Laden. Klares Laden, meine ich. Schön. Clara, ich brauche, ne? Schön. Warum machst du zu Clara's Lord? Warum machst du zu Clara? Dann zurück in die Stadt. Vorsicht, Foodtruck. Genau, der wird zu stolz auf mich sein, auf jeden Fall. Hoppa! Der Laterne war sowieso schief. Vorsicht, ich muss ja her. Clara, alles okay. Okay. So, Bourbon hätte ich gehabt. Oh, jetzt verstehe ich das. Okay. Einmal kaufen sind 4 Fleisch. Und einmal kaufen, also du siehst ja, verfügbare Gegenstände stehen zwar dort 4, aber das ist 4-mal, also einmal 4. Und Pleite. Jetzt verstehe ich, was du was gerade alles einlagern können. Das wird eng. Geht. Tschüssi. Einfach ein Vortrag voll geknallt. Warum bin ich zur Garage? Ich hab wieder Potenzial. Ich kann wieder losmachen. Weil ich bin wieder on the way. So aufpassen, dass du, weil du hast ja deine zu Fleisch und Regal liegen, da verfault es ja. Ich hab's eigentlich automatisch weggebracht. Ja, aber. Ja, perfekt! So. Ja. Hey, halt nicht drängeln, bitte, ja? Ich bin Vortrag, kann nicht zu schnell, Junge. Mach mal keinen Stress hier aus dem Fußgängerweg. Musst du sowieso ein bisschen langsam fahren. Meine Arme, ey. So, rum. Und wieder rum. Vorsicht, Opa. Willst du Burger haben? Gib's kostenlos. Ach, du brauchst Kinder, alles klar. Da quatsch ich und so noch, da werden die Leute immer vor, ist das okay. Opa. Natürlich nicht. Alles klar, Vortrag, bleib ganz ruhig. Bleib ganz geschmeidig. Kann ich nicht durchfahren, ne? Echt nicht, oder was? Ach komm jetzt, ey. Du sei ja nicht ein GTA, Junge. Also, deine radikale Art und Weise, kann man nicht dulden. Der spiegelt einfach nur das Bild meines Trucks wieder. Rumfahren, los geht's, Vorsicht, ich wollte da gerne Hub machen, ich weiß nicht, wie es geht. Hub geht, glaube ich, gar nicht. Muss ich da durchfahren oder was? Ja. Hab ich auch die letzte Drecksgarage gekauft. Hä? Hältst du mich jetzt auf oder was? Ja, genau, Meep. Schon geht's. Vorsicht. Futter kommt. So, mal auf die Bude. Schöner Arbeitstag. 828 Dollar nur noch. Ja, ein bisschen schräg. So, da war ein schöner Tag. Wunderschöner Tag. Tür auf. Ich baue die Fritteuse ein. Baue den Gefrierschrank ein. Genau, Upgrade. Baduf, machen wir als erstes Fritteuse. Mach ich, kauf ich. Gottes Willen, also wenn du da noch Pommes machen willst, dann bist du ja fertig. Gottes Willen. Things are slowly taking shape. Looking more and more like an actual food truck. So, pass auf, jetzt kann man ja nochmal gucken.
Ja, viel schöner. Michelin, klar, logisch. Musst du machen. Oh, jetzt haben wir noch eine Form, guck mal an. Ja. Oh, das sieht doch nice aus, ne? Mhm. Was findest du besser? Was findest du besser? Na komm, jetzt machen wir scheiß drauf. Komm, nicht kaufen. Kann ich Spiegel vielleicht schon? Nee. Farbe geht nicht, Reife habe ich schon. Das hier vielleicht? Nee, geht nicht. Geht auch nicht. Kapuze ist auch geil. Lichter Kapuze. Haben wir nicht. Lichter vorne haben wir auch nicht. Gut. Haben wir gemacht? Nicht haben wir, ja, nicht. Haufen Kohle ausgegeben. Jetzt müsste ich aber erstmal, wie komme ich denn, warte mal, wie komme ich denn jetzt? Warte mal. Ja, mach mal an die Bude hier. Mensch, mach den scheiß PC an, sonst knallst du. Inventar, genau. Kann ich jetzt. Inventar. Ich hab das Fleisch. Genau. Pass mal auf. Führerschrank. So. Warum ist Fallen da nicht, das läuft. So, kommen wir los, machen wir los. Auf geht's. Fort Club Zone, los. Mein Truck. Auf geht's. Tür auf. Running Gag, dagegen fahren. Zur Clubzone, die alle. Klar, wer kennt's nicht, nach einer guten Disco-Session mit Club Marshall beim Foodtruck ein paar schöne fettige Pommes reinzahmen. Ja, auf jeden, Junge. Das ist. Wo ist das? Und die Damen erst recht. Schön fettige Finger holen. Na, jetzt gehen wir nicht so rum. So, das letzte Job, den wir machen. Top. Demo machen wir schon wieder viel zu lang. Naja. Andere Woche, Entschuldigung. Alter, fahr doch um die Ampel rum. Mensch, die Ampel, das ist. Ey, Vorphysik fast wie bei GTA. So, bei Far Cry. Vorsicht. Komm her. Jo, läuft. Wo ist denn hier der Club Soul? Wie soll ich da reinkommen? Das ist ein Poller. Naja, die werden aber nicht runtergehen, oder? Na, machst du bestimmt von anderen Seiten am neuen müssen, ja. Ja, dann mach ich. Warte, Vertrag kommt. Ich hoffe, ihr ist überall Poller. Das ist schon scheiße. Warte, scheiß Baller immer los mit Foodtruck. Ja, geht doch. Oh, Hydrant umfahren, das ist mal lustig. So, Papa ist da. Oh ja, Clubzone, ja. Jetzt geht's los, Flo. Bist du aufgeregt? Bist du bereit? Oh. Weiß, wie wir versuchen. Also, ich hab schon Collectible gesehen, aber ich hab extra nicht gesorgt. Du bist ein Riesenarschloch. Ich muss wieder mal vorankommen. Map. Na, Collectible ist bestimmt dann so Upgrade zu deinen Trucks, so Lackierung und so Scheiß. So, ja, schön, Wischiwaschi. Mach auf, das Brett. Tja, mega Döner-Kebab. Voll, das ist ja voll die Konkurrenz, hat gleich nebenan. Ja, dann schieß ich ab, den Pixar. Verpiss dich. Das ist mein Laden hier, Junge. Du hast da vorne sind Bananen, Junge. Da dreht sich eine Banane. Collectible. Wie die tanzen, So, erste Bestellung haben wir. Auf geht's. Was will er haben? Eine Pommes mit Ketchup. Was ist denn jetzt wieder? Hi, Ken. I thought you might need my help with that new fries machine. Put the oil in before anything else. So. Just like the gas earlier. Got it. Oh. Mensch. Ja, ich hab doch Öl. Hä? Jetzt hast du es drin, ja. So. You have to be careful because people like their food more or less crispy. Exactly. You're a fast learner, kid. In the meantime. Frittierte Fritten. Ketchup. It'll save me time later. Got it. Well now. Okay. Hol die Ketchup-Buddel raus. Wo sind die? Samenschrank irgendwo bei dir. Ja. Ja. Geil, rohe Pommes. Ja. Roh? Klar. Achso. Mensch, Junge, lass die Pommes doch drin. Da oben steht, ich hab's gerade gelesen, ich bin so aufgeregt, weil ich schon einen Auftrag hab. Ich freu mich so. Ja, hab ich jetzt. Oh, raus mit dem Zeug. Rennen in den Mutti. Oh, keine Hilfe, leck mich am Arsch. So, zieh ab. Ach, Donnerpommes. Die habe ich schön abgezogen, die Alte, ey. Da wird einfach ein paar Soßen drin, ja, zack. Ja, haben wir nicht mal Latten am Zaun, die Schöner. So, jetzt müssen wir mal ausmachen, weißt du, was ist echt teuer? Warte mal, immer mal aus.
Schmeckt da viel besser, wenn es kalt ist. So, ja, oh, neue Rezepte. Ja, geht los. Ja, neue Kunden. Ja, komm. Jetzt sag. Eine knusprige Pommes mit Mayo. Du Scheiße. Wait, is that Dennis? Wer ist das? Der Big D. Volle Konkurrenz, ja. That's not something that Dennis I know would do. Junge, der poliert schon richtig die Fresse, das kannst du wissen. Ja, aber da, was macht das hier rein? Dann brauchen wir Burgerbrötchen, Ketchup. Bam, Junge, durchgeschnitten. Oh, alle haben die Zielbestellung. Was sind das Beta? Welche ist da scheißegal? Fleisch gut durch, Ketchup. Fleisch. Und Fleisch haben wir gar nicht so viel drin. Wieso ist denn hier? Weil du die in anderen Schränken auch mit drin hast. Das ist nicht alles im Kühlschrank. Da im Regal und überall hast du das Fleisch. Das hat es nicht automatisch überall dort reingetan, wo es rein müsste. Kann ich jetzt das nicht hier rein? Egal, los geht's. Dreh doch mal an, ja. Knusprige Pommes, Fleisch gut durch. Ja, dann du haben? Knusprige Pommes. Sortierte Fritten. Oh Gott. Knusprige Pommes. Achso, du kannst das so klicken, dann geht's. Ah, Kreuze. Hallo? Nicht mehr Brötchen? Oh, schwinden! Fleisch gut durch. Mayo! Boah. Aber wo ist jetzt mein. Wo ist mein Brötchen denn? Das denke ich, ein Bug. Boah, geil! Danke, Spiel! Nee, doch, das ist nicht gewollt, dass du so viel gleichzeitig machst. Wahrscheinlich. Das Brötchen Pommes. Oh, ist doch Kötze, ich muss ein neues Brötchen machen. Kleines Bourbon-Gas alles sei. Klar, mit Sicherheit. Aber was machst denn du? Ich seh's nicht. Ah, okay. Jetzt. So, auf die Pommes. Auf die Pommes, dort muss auf alle Fälle noch Mayo drauf. Nee, auf die hier muss Mayo. So, das ist nämlich das hier. Das zweite war frittierte Pommes, Mayo. Okay. Da, glaube ich, später kriegst du es erst. So, das ist verbrannt. Ja, kann ich jetzt alles ändern. So. Hier, warte mal, ich will. Ach, scheiß drauf. Ja, komm. War glücklich. Was denn? Was steht? Ach, hier fehlt das entsprechende Produkt. Warte mal. So. Jetzt haben wir es auch mal. So, einmal. Jetzt nochmal Pommes haben. Voll verbrannt, die Scheiße. Egal, komm mal mitnehmen, brauche ich gleich wieder. So, ein paar Pommes hier ran. Ah, die Party-Szene ist nicht so ein bisschen anstrengend. Ich kenne das gar nicht. Ich müsste ja jedes Rezept einzeln machen. Weil ich hab Ketchup vergessen. Scheiße. Ja, sonst würde ich durchdrehen. Ja. Knusprige Pommes brauchen wir. Und der braucht. Knusprige Pommes, frittierte Pommes. Weil die dreimal Senfsoße? Wer frisst die Pommes mit Senf? Ich hab keine Ahnung, wie es mir scheiße. Das ist eine Abartigkeit, ey. Da wird mir halt schlecht. Ja, Gas, Alter, ich hab's gehört. Ich hab oben ausgemacht eigentlich. Achso, okay. Frittierte Pommes war immer richtig. Ja, und dann Senf. Okay. Widerlich. Einmal das und knusprige Pommes. Okay. Da geht mir echt die Hutschnur, wenn ich das höre. Da oben, da wartet schon ewig, da hat er knusprige Pommes und Mayo.
Aber die Mucke ist immer geil, ne? Ja. Das dauert aber lange hier. Das dauert aber zu lange, die Scheiße. Da war jetzt einfach cool, der Burger wieder lecker. Hopp. Bam. Aus mit dem Burger. Gesamtgeld 22 Euro, das geht aber. Schon wieder cool. Gibt's halt kein Trinkgeld, was willst du machen? Bam, ölfrisch. Öl wird langsam. Zack, und da wollt. Hallo. Mario. Hallo. Mario, bitte. Ruf ja. Bap. So, bitte. Tschüss. Viel Spaß. Was will die Olle? Ach du Scheiße. Wieder knusprige Pommes. Knusprige Pommes. Da kriegt sie ja. Nie wieder ein scheiß Pommes in der Zeit. Soll sich mal angucken. Wie sieht sie jetzt aus wie Surfass? So, das ist ja drauf. Das ist ja drauf. Na. Die haben wir schon oben stehen. Da stellen wir auch hin. Hallo. Dann will die zweimal Fleisch, einmal Bacon. Bacon haben wir nochmal, Fleisch ist alle. Was er leid. Na ja, oben ist nochmal Fleisch. So. Frittierte, die will aber knusprig. So, da hat sie zweimal Fleisch, einmal Bacon, Tomate. Ach, Tomate ist warm, schneiden anscheinend jetzt weg. Komm schon. So, haben wir. Bam, so. Hoch, bap. Zack. Aus. An. Dann will die gar nichts dazu, okay. Und eine Käsescheibe brauchen wir noch. Und ein Fleisch brauchen wir. Das Fleisch will die haben. Medium und Bacon gut durch. Wir haben kein Fleisch mehr, ne? Doch, links oben. Ah, ja. Ist voll, okay. Medium. Ganz schön anstrengend. Glaube ich. Gut durch. Ohne Moment das. Jetzt Propangas alle. Renn. Jo. Kanne. Geht nicht mit. Öl ist voll. So, Fleisch, Bacon, Tomate, Käse. Der Käse ist schon wieder weg. Ich glaube, das ist, wenn zu viele Items außen liegen. Wahrscheinlich. So, verzieh dich. Warum? Habe ich was falsch gemacht? Hm. Doppeldecker mit nicht. Mario? Ach, scheiße. Mit Mario? Hab ich ja Mario vergessen wahrscheinlich. Mal leck mich doch, du elende Uschi. Jetzt bekommst du dein Fett weg. Mhm. Okay. Hab ich. Ach, leck mich doch. Zu, die Bude. Fett. Rin. Kehre in die Stadt zurück, ist fertig für heute. Nacht ist vorbei, Junge.
Das war's für die Nacht. Ich will noch nicht gehen. Mach ich lieber noch ein bisschen sauber. Da, machen wir ein bisschen schrubbi, schrubbi, schrubbi. Also die Idee ist mega cool, auf jeden Fall, meine lieben Freunde. Grillschmutz, komm schon, das machen wir weg. Ja, ne, es ist ein mega cooles Spiel, macht auf jeden Fall Laune. Ja gut, mega cooles Spiel, also, es ist ein gutes Spiel, es macht Laune, es tut das, was es soll. Es ist noch ein bisschen ruckelig, die Grafik hätte ich wahrscheinlich ein bisschen runterschrauben müssen. Macht aber auf jeden Fall Spaß. Kommst du auch ganz schön spitz, das ist auch bei den Simulatoren immer so, ne? Als ich Ghost Station Simulator gespielt habe und dann die ganzen Kunden kommen, kommen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ist ja auch der Sinn von dem Spiel, du verdienst zwar mehr Geld, musst aber auch ganz schön abwägen und relativ schnell agieren, was gut funktioniert, wenn denn nicht das Fleisch irgendwo drunter backt zum Beispiel, ne? Aber so mit den Pommes und so, den Tomaten und so, schmeißt natürlich alles weg. Sollte man vielleicht mal jemanden melden, dass das ja absolut Verschwendung ist, was ich hier mache, ne? Das hätten die Programmierer schon besser ausrechnen können. Aber ansonsten hat es Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Kunga, aber ich fand's cool. Ich finde sowas immer geil, aber ich finde diese Art und Weise einfach so stressig. Das ist auch wieder so ein Spiel, wo du dir sagen könntest, ey, wenn einer die Bestellungen annehmen würde, würde am Grill stehen und der andere kümmert sich sozusagen ums Verpacken, ums Schneiden. Könntest du das optimal mit zu zweit, wäre das richtig schön, wie halt Oberkuckt, könntest du es so ein bisschen einteilen. Das, aber alleine ist es halt, wie du schon sagst, einfach ein Stresslevel hoch 10. Ja, noch geht's, aber ja, wie gesagt, es ist noch alles ein bisschen ruckelig. Ansonsten, wie gesagt, hat Spaß gemacht. Wenig Treibstoff, aber das muss man auch noch machen. Tanken. Ja, genau, packen mich erstmal weg. Ja, ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht. Lasst mal einen Burger-Daumen da. Am besten nach oben. Ich sag mit diesem wunderschönen Bug. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Angel, mit deinem Müll. Tja, haut die Pommesstange nach oben, bis sie knusprig ist. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Frittieren. Bis dahin. Ciao.